Ja, willkommen zurück bei Star Citizen. In der letzten Folge sind wir ja nach Microtech geflogen, haben uns dort ein bisschen umgeschaut. Ja, und uns hier dann anschließend in der Nomad ins Bettchen gelegt. Und jetzt stehen wir mal auf und gucken, wo wir sind. Ob wir immer noch in der Gegend sind. Und wie gesagt, ob wir unser Schiff wieder starten können. Das war die falsche Richtung. Auf jeden Fall ist finster draußen. Ja, wow, und das ist wie gesagt, wow. So was passiert, wenn man sich wieder einloggt. Tja, und wenn ich jetzt natürlich durch den Boden fliege. Von außen. Wir sind jetzt unterirdisch sozusagen. Und man sieht, dass der ganze Planet keinen festen Kern hat, sondern dass ab einer gewissen Tiefe wieder Wolken kommen, was natürlich interessant ist. Und wir versuchen jetzt mal ganz vorsichtig, es wird nicht klappen, das Schiff wird zerstört, aber wir versuchen es trotzdem, ob wir hier wieder rauskommen. Also das passiert mir jedes Mal. Also das ist wahrscheinlich aktuell immer so. Keine Ahnung, ob es bei irgendjemandem funktioniert, sich wieder einzuloggen und dann nicht durch den Boden zu glitschen. So, was wir nochmal machen können. Unser Fahrwerk natürlich rein. Na komm. Will nicht. Jetzt. Es wollte erst nicht, aber jetzt. So. Und jetzt ganz vorsichtig. Wir nähern uns der Oberfläche. Kann sein, es gibt gleich eine Explosion. Ganz vorsichtig. Ui, ist er tatsächlich wieder lebendig da durchgekommen? Wer hätte das gedacht? Ich hätte es nicht gedacht. Gut, wir sind wieder über der Oberfläche, konnten also zurückglitschen. Na gut, umso besser. Und der Chat hat sich auch wieder aktiviert. Ich wollte eigentlich nicht. Ich wollte suchen, wo man hinspringen kann von hier aus. Aber das kann man natürlich nur, wenn wir aus der Atmosphäre heraus sind. Also geben wir ein bisschen Gas. Denn wir müssen ja erstmal wieder auf eine Tagseite kommen. Gut, ich fliege ein bisschen auf dem Rücken. Drehen wir uns mal. Ne? So ist das Ganze besser. Und wieder rein. Und dann können wir durchaus ein bisschen höher ziehen. Um möglichst schnell aus der Atmosphäre rauszukommen. So, jetzt dürften wir fast. Naja, sagen wir fast einen rechten Winkel haben. Und haben. 8 Kilometer. 9. Und 10. Ah, jetzt sind wir anspringbar schon. Na, dann springen wir hier mal raus. So. Microtech und wir drehen. Nehmen wir mal den UM5 und gucken mal, ob wir da irgendwie möglicherweise was Vegetationsähnliches finden. Einmal kurz durch die Atmosphäre durchgejagt und wieder raus. Also wir haben die Atmosphäre tangiert, würde ich mal sagen. Tja.
Wo könnte was sein, ne? Optisch aus dem Orbit da was zu erkennen, ist natürlich schwierig, schwierig. Gucken erstmal auf der Karte, wo wir uns, Karte meine ich natürlich, wo wir uns befinden. Also wir sind ziemlich am Äquator, wie es aussieht. Also schon nicht ganz verkehrt. Wenn es Pflanzenwuchs irgendwo gibt, dann sollte es ja wahrscheinlich am Äquator sein. Ne? Aber die Karte nützt uns hier nichts. In dem Falle. Wir können ja mal ein bisschen drum rumspringen und mal gucken, ob man von oben irgendwas erkennt. Also UM2. Ui. Und wieder gestreift. Und da sind wir schon wieder in der Dunkelheit, wo wir natürlich nicht hinwollen. Da war der UM5, wo wir waren, mir schon sympathischer. Also springen wir wieder zurück. Ui. So, und jetzt waren da unten ja einige Punkte zum Anspringen. Wie zum Beispiel da. Und da könnten wir ja mal in der Nähe ein bisschen suchen. Ja, jetzt geht's los. Ja, natürlich die Frage, sieht es hier nach Pflanzen aus? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal ein Stück runter gehen. Und uns das bisschen näher anschauen. Höhe 24 Kilometer, also ist noch ein ganzes Stück. Gehen wir mal direkt hier in dieses Feld rein. Vielleicht war ja jemand schon mal da, wo es Pflanzen gibt hier auf Microtech und kann vielleicht einen Punkt sagen, wo man hinfliegen kann. Aber vielleicht findet man es ja auch so. Auf jeden Fall sieht es ein kleines bisschen, zumindest von hier oben, sieht es ein bisschen anders aus als da, wo wir letztens waren. Aber lassen wir uns mal überraschen. Bergig. Was ist das dort vor uns? Ist das möglicherweise irgendein Bauwerk? Nein, hat nichts angezeigt. Schon mal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. So, noch 6 Kilometer Höhe. Große Frage, sind hier Pflanzen? Sieht zumindest farblich, glaube ich, ein kleines bisschen anders aus. Da ist was Grünes, ne? Ist das Grünes Kupferoxid oder möglicherweise Pflanzenbewuchs? Noch 3 Kilometer, dann wissen wir möglicherweise mehr. Da sind Bäume. Oh ja, da sind Bäume. Also Bäume, die nicht verschneit sind. Haha. Jetzt nur nicht das Ding in den Boden rammen. Von hier oben sehen sie gar nicht so eindrucksvoll aus, die Bäume. Aber das Grüne ist wirklich nur irgendeine
eine Schicht, will ich mal sagen. Ah, zumindest haben wir unverschneite Bäume gefunden. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ne? Landekufen sind aus, also ausgefahren, meine ich. Ist unter uns irgendwas, aber sieht doch schon ein bisschen nach Pflänzchen aus. Wir gucken es uns gleich von nahem an. Blümelein, tatsächlich. Ach, das sieht doch, das hat man von oben gar nicht gesehen. Na gut, dann würde ich sagen, schalten wir erstmal die Triebwerke aus. Und gucken uns das Ganze von draußen an. Na komm. Okay, wir haben eine nicht gefrorene Landschaft von Microtech gefunden. Dann exiten wir jetzt unser Schiff und betrachten uns das Ganze mal. Ziemlich hoch und wir haben minus 1 Grad. Bei minus 1 Grad, da wird mir zu warm im Novikov. Da gehe ich lieber mal ins Moviglas. Und zieh mal was anderes an. Ich kann es zwar nicht genau erkennen, aber ich brauche eine andere Unterwäsche. Genau. Und dann legen wir uns unsere normale Rüstung wieder an. Was nehmen wir? Wir nehmen den Paladin-Helm. Achso, haben wir schon ausgewählt? Ja, ich glaube, wir sind schon umgezogen. Und machen das aus. Und jetzt gucken wir uns von außen an. Hey, ich habe Safe und naja, muss es nochmal machen. Komisch. Ich sollte vielleicht auch erstmal von der Pflanze wegtreten. Aber egal, vielleicht haben wir jetzt Hallo? Jetzt will er nicht mehr. Egal. Jetzt dreht man erstmal hier ein Stück weiter. Jetzt gucken wir nochmal rein. Ist halt der Novikov ist eigentlich zu groß, ne? Kann ich überhaupt noch was anderes einschalten? Ne, ich glaube, er ist gerade in irgendeiner. Naja, ihr seht, wie gesagt. Ah, jetzt macht er wieder was. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht meine ganze Ausrüstung mit dem Ausrüsten weggeschmissen. Ne? Also aktuell wird es Awaiting Selection und ich kann hier gar nichts auswählen. Na gut. Wir wissen ja, Star Citizen Alpha. Aber, was wir eigentlich wissen wollten, Blümelein, was ist das? Ich dachte erst, es ist Löwenzahn, aber sieht so ein bisschen aus. Ne? Gucken wir uns nochmal die lila Blumen an. Die ganz schön hoch sind, wenn wir uns mal daneben vergleichen. Aber wir haben das Blumenfeld gefunden. Und dann gucken wir uns natürlich auch die Nadelbäume dort oben an. Die sehen ein bisschen spärlich aus. Ne? Achso. Na, Atmosphäre hatten wir ja schon geguckt. Ne? Achso, man kann gar nichts mehr. Gehen wir hier. Nö, ich kann hier irgendwie gar nichts mehr machen. Im Moviglas. Naja. Dann ist es halt so. Beim nächsten Start funktioniert es bestimmt wieder. Aber man sieht, Microtech ist also nicht nur verschneit, sondern es hat auch solche Spots, wo gerade kein Schnee liegt und da ist ein üppiges Grün, relativ üppig. Zumindest ziemlich hoch wächst das, ne? Wenn man es mit meinem Avatar ins Verhältnis setzt. Jetzt ist er doch nicht etwa abgestürzt. Eieieiei.
Ja, und da hat mich der Disconnect erwischt. Eieiei. Da heißt es stark bleiben. Müssen mal gucken, ob wir jetzt wieder an der Raumstation sind. Ich denke ja. Gut. Chat wieder ausmachen. So. Jetzt runterfahren. Ich habe jetzt zum Glück noch ein kleines bisschen Zeit, sodass ich mir jetzt als nächstes erstmal natürlich zur Schiffsausgabe laufe. Ja, wir sind auf der Raumstation. Da ist unser Terminal. So, was war das? Na, dann check mal. Dann versuchen wir jetzt die Nomad mal zu claimen. Dass wir die auch irgendwann wieder haben. Ja, komm. Komm, komm, komm. Ja. Aber so lange warten wir jetzt nicht. Ich gucke mal, ob die Freelancer inzwischen wieder erreichbar ist. Die Freelancer aufs Pad. Stell sie mir hin. Das sieht nicht gut aus. Es dauert schon viel zu lang. Keine Freelancer heute aufs Bett. Denn. Na komm, gib mir eine Auflösung. Genau. Also sowas kann passieren, wenn ihr euch praktisch ja, nicht auf einer Raumstation auslockt. Ja, bla bla. Ich nehme ein anderes Schiff. Wie gesagt, Freelancer, ich kann sie gerade nicht respawnen, also claimen. Und ja, was nehmen wir? Der Dragonfly ist nicht geeignet. Wir nehmen jetzt mal die Gladius. Die kann zwar nicht sehr weit fliegen, also durchs ganze System kommt man mit der Gladius nicht, aber wir wollen ja nur ein paar Blümchen pflücken. Dafür wird es reichen. Pet 2. So, bevor ich jetzt auf Pet. Oder ich gehe gleich mal zu Pet 2. Call Elevator. So. 2 soll es also sein. Ja, und abwärts geht's zu Pad 2. Wie weit sind wir mal entfernt? Naja, da werden wir schon bald sein. Ich will mich nämlich doch mal versuchen umzuziehen. Vielleicht habe ich auch den Surfer einfach zu viel zugemutet, da ich mich umgezogen habe oder mich umziehen wollte und dann bin ich rausgeflogen. Aber das ist keine Entschuldigung natürlich. Achso, was tut Star Citizen einem aktuell immer mal an? Und da muss man ganz tapfer sein. Nein, weinen und beschweren nützt hier nichts. Wenn man das Ding spielt, dann muss man damit leben. Das ist halt, naja, eine gute Grafikdemo zurzeit ist, die einigermaßen funktioniert. Wir wollten in das Moby-Glas schauen. Und uns ein bisschen luftiger anziehen. Ja, jetzt funktioniert es wieder. So. Genau. Check. So, gesaved hab ich's. Ihr habt's gesehen. Und jetzt hat er auch einen anderen Arm. Ja, also und der Helm hat auch neu geladen. Daher. Und der Chat ist wieder angegangen. Na, wunderbar. So, ach Gladius, muss ich erst gucken. Wo steigt man ein? Open Pilot, wir wollen eigentlich nicht open, wir wollen hinein. So. Und dann gucken wir uns erstmal alle Fenster an und tun ein bisschen auf die Knöpfe drauf rumtippen. Auf geht's. Genau. So. System ist in Ordnung. Heben wir ab und geben ein bisschen Schub. Nicht so rumzappeln. So, wir waren bei der 5, aber es kann sein, dass ich jetzt auf dem Server bin, wo die 5 im Dunkeln liegt. Aha, das wäre natürlich blöd. Thank you. And please visit again. Na, aber bitte doch. Also, was haben wir dort? OM5, genau. Da sind wir runter. Wenn es natürlich jetzt dunkel ist, müssen wir uns eine andere Stelle suchen. Ne?
Ja, der Schiffscomputer von Atlantis hat natürlich eine sehr männliche, markante Stimme. So, und da unten unter uns sieht es doch wieder so aus, es könnte da was sein, ne? Also gib mal jetzt mal Schub. Gehen wir gleich mal ein bisschen flotter runter. Achso, ich hatte mir hier. Moment, ich hatte mal hier einen. Ja, was gesucht, wo ich hinspringen kann. Wo war das? Dort irgendwo? Oder das da? Nehmen wir das da. Bin mir jetzt nicht sicher, welche das war, aber das könnte es sein. Da brauchen wir nämlich nicht so lange, bis wir unten sind, wenn ich das. Tja. Falsch gedacht, ich kann nicht mehr springen. Dann muss ich es doch konventionell machen. Suchen wir mal, ob sich was anderes anspringen lässt. Ja, in einem größeren Schiff ist mein Workaround, wenn sowas passiert, raus aus dem Sitz, wieder rein in den Sitz, aber da ich hier in einem Einsitzer stecke, ja, springt nicht. Wir versuchen nochmal einen anderen Punkt. Das würde ja wahrscheinlich auch funktionieren. Nee. Jetzt gucken wir erstmal in der Karte. Ist irgendwas angewählt? Ich habe Karte gedrückt. Ah, ist nicht, dass schon wieder der Server abraucht. Na, gehen wir lieber vorsichtig damit um und machen es jetzt händisch. Ist wurscht. Also. Nee. Das war schon wieder der Error Disconnect. So, und wieder sind wir in der Nomad. Respawn, das Ding ist neu geclaimed worden. Und jetzt versuchen wir nochmal hinzukommen. Mal sehen, ob wir es diesmal schaffen. Ja, ja, der Chat ist natürlich wieder an. Launch complete. Ist erstmal weg von der Station. Muss man nirgendwo gegen dengeln. So. Gucken wir mal, ob wir den UM-Marker finden. Wieder 5 war's. Und ob es da immer noch hell ist, ne? Nee, da ist es nicht hell. Gucken wir mal, ob wir noch eine andere Blümchenwiese finden. UM4 vielleicht. Wir wissen jetzt ungefähr, wie es aussehen müsste. Da bei so einem grünen Spot. Okay. Wenn wir hier was finden, wo wir ranspringen könnten. Vielleicht das da drüben. Dass wir nicht so einen ewigen Abstieg haben, ne, für uns. Genau, das geht auch schon einiges schneller. Ja, und jetzt ziehen wir mal vielleicht auf dieses Feld dort runter. Aktuelle Höhe ist immer noch sehr beachtlich, 30 Kilometer, ne? Fast. Sehen wir mal unten auch das Glück haben, dass wir dort Blümlein finden. Oder Pflänzchen oder Bäumchen. Aber erstmal müssen wir näher ran. Und dann hoffen wir, dass diesmal der Server nicht wieder disconnected. Ja, auch die Nomad ist schon ganz hübsch, auch mit diesem goldroten Anstrich. Und hier glitzert das Gold sogar ein bisschen.
So. 15 Kilometer. Und rechtzeitig ans Bremsen denken. So, dann bin ich gespannt, wie es hier unten aussieht. Ja, auch das Glück eines Pflanzenwuchses haben. Aber da sind wieder grüne Stellen. Und noch 6 Kilometer. Genau in den grünen Tümpel da rein. Und der ist grüner. Ne? Ah, das sind wieder Bäume. Okay. Sein, dass hier ein paar andere Pflanzen sind, als wo wir vorhin waren. Ich versuche mal bei so einer grünen Stelle runterzukommen. Sehen, ob es hier auch so schöne Blumen gibt. Ne? Ja, sieht so aus, als würde es hier auch Blumen geben. Also richten wir uns ein bisschen aus und gehen runter. Hoppla. Stehen wir schräg oder was? Nö, sieht eigentlich ganz gut aus. Na gut, dann machen wir wieder hier die Engines aus, damit es nicht so pustet. Und dann gucken wir uns das mal an. Sieht doch idyllisch aus draußen. Also zumindest haben wir schon mal das Ziel erfüllt. Ne? Wir haben die Pflanzen gefunden, auch wenn es zwischendurch der Server nicht wollte, wie wir wollten. So, da drüben sind die Kiefern. Oder was immer das sind. Können ja erstmal sitzen. Ist übrigens wieder in unserer Bounty Hunter Ausrüstung sozusagen. Genau, schönes Bild, ne? Vielleicht für einen Titel. Aber wir gucken uns erstmal die Laubbäume dort an. Dann versuchen wir noch einen Abstecher in die Kiefernwäldchen reinzukriegen. Ja, und dann haben wir auf Microtech alles gesehen. Einöde, arktische Gegenden. Und Frühlingspflanzen sozusagen. Oder Vegetation, die jetzt nicht erfroren ist. Ne? Das sieht aus wie kleine Birken. Ah, tatsächlich. Einen kleinen Shot vom Birkenwäldchen machen. Hallo. Ah, nicht schlecht. Gut, Birkenwäldchen. Ja, jetzt auf zu den Nadelgehölzen. Ja, dass wir jetzt so weit von der Sonne entfernt, aber immer noch. Jetzt haben wir plus 1 Grad. Und dafür ist es schon üppig, weil bei 1 Grad ist
Naja, Wasser ist zumindest meistens noch gefroren. Gut, der Taupunkt ist bei 0, aber jetzt sind wir bei 0 Grad. Ne? Vielleicht hängt das ja auch von der Tageszeit ab, da weiß ich aber nicht, ob das hier eingerichtet ist bei Star Citizen. So, hier so sehen die Blümlein aus. Nochmal beim Stein. Oh, nicht schlecht. Und jetzt geht's hier den Berg hinauf. Schon mal ein bisschen spurten. Von nahen sehen die Nadelhölzer besser aus als von weiten. Hier noch ein paar Birken. Ob durch den Busch gehen können, jawohl. Dann haben wir bestimmt eine gute Aussicht von da oben. Vermute ich mal. Ja, von hier oben sieht es nicht so spektakulär aus. Aber das ist nett hier mit den Felsen. Erinnert da an einen Wanderausflug. Ne? Und hier ist jetzt auch dichteres Gras. Da stehen ja auch noch ein paar Pilze, die man pflücken kann. Dann machen wir uns eine Pilzpfanne. Oh, und die Stämme sind sogar teilweise bemoost. Ne? Jetzt hier noch ein paar Rehe rumspringen lassen. Ja, da stehen wir nur im hohen Gras und das Gras ist mannshoch, kann man sagen. Microtech. Ja, gehen wir nochmal auf die andere Seite des Wäldchens. Ein großer Bär kann ja im Moment noch nicht kommen, der uns anfällt. Weil Fauna gibt es noch nicht. Ja, natürlich auch schön ein bisschen friedliche Fauna, ne? Also in Breath of the Wild oder so hat man natürlich immer viel schöne Umgebung gehabt. Und Star Citizen ist natürlich auch, wenn man so will, ein Open-World-Spiel. So, jetzt sind wir aus dem Wald raus und schauen auf ein Tal hinter uns. Das ist minus 2 Grad. Ja. Und da würde ich sagen, für heute, trotz der Disconnections, war es doch ein schöner Anblick hier auf Microtech, sich mal umzugucken und gucken, ob man auch Pflanzen findet ohne Schnee. Und das hätten wir erreicht. Also sage ich für heute tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Astronir. Tschüssi.